Secret of Mana war fester Bestandteil meiner Kindheit und neben Zelda eines meiner Lieblingsspiele für das Super Nintendo. Was man damals jedoch gar nicht mitbekommen hat, es gab auch einen Nachfolger. Den Abschluss der Seiken Tensetsu Trilogie dürften aber wohl die meisten hier verpasst haben. Höchste Zeit also mal das Spiel genauer zu beleuchten. Was taugt Secret of Mana 2 für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Square entwickelt und natürlich auch 1995 selbst veröffentlicht. Secret of Mana 2 ist der abschließende Teil der Seiken Tensetsu Trilogie. Der erste Teil ist hier auf dem Game Boy unter dem Namen Mystic Quest erschienen und der zweite Teil ist hier unter dem Namen Secret of Mana erschienen. Der dritte Teil ist jedoch leider nur in Japan erschienen. Eine offizielle englische oder gar deutsche Version gibt es daher leider nicht. Es gibt jedoch eine sehr gute deutsche Fanübersetzung, die ihr hier sehen könnt. Wenn ihr etwas Geld ausgeben möchtet, könnt ihr euch auch ein Repro-Modul mit dieser Version kaufen. Infos zu dieser Übersetzung habe ich euch unten in den Bemerkungen verlinkt. Die japanische Version ist im Heimatmarkt auch für die Switch erschienen. Das Mana ist in der Welt des Spiels eine starke Energiekraft. Die Welt wurde erschaffen, als die Mana-Göttin 8 göttliche Biester besiegt und in spezielle Steine eingesperrt hat. Das ist jedoch lange, lange her. Der Frieden der Welt ist aber brüchig geworden und es gibt Bestrebungen von verschiedenen Fraktionen, diese Biester wieder zu erwecken. Das müsst ihr natürlich verhindern. Wenn ihr das Spiel startet, kommt schon die erste Überraschung. Ihr könnt aus verschiedenen Charakteren und somit Spielklassen auswählen. Diese haben sogar noch ihre eigene Vorgeschichte, die man im Prinzip als eine Art Tutorial ansehen kann. Euch wird ja natürlich nicht wie im modernen Spiel erklärt, welche Knöpfe ihr drücken müsst, ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Art in das Spiel einzusteigen. Auch spielen sich die Klassen natürlich alle etwas anders und so ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Später im Spielverlauf könnt ihr eure Charakterklassen auf Level 18 und auf Level 38 sogar noch weiter verfeinern und so euren Spielstil anpassen. In der Hinsicht wurde hier sehr viel Tiefe verliehen. Es gibt aber auch einen Nachteil bei diesem Klassensystem. Ihr seid jeweils auf nur eine bestimmte Waffe festgelegt und könnt nicht so wild rumwechseln wie im Vorgänger. Ihr seid aber natürlich nicht allein unterwegs, sondern habt wie im Vorgänger noch zwei Begleiter dabei, die euch fleißig unterstützen. Einen dieser Begleiter kann sogar ein Kumpel übernehmen und ansonsten könnt ihr wie gewohnt die Kampftaktik der KI-Leute anpassen. Die Geschichte lotst euch dabei durch viele verschiedene Gegenden und so erschließt sich euch nach und nach die riesige und abwechslungsreiche Welt. Natürlich ist diese nicht ganz so friedlich und so müsst ihr euch mit diversen Gegnern auseinandersetzen. Diese sind eine schöne Mischung aus altbekannten Fieslingen und neuen Kreaturen. Das Kampfsystem wurde dabei im Vergleich zum Vorgänger weiter verbessert und spielt sich allgemein etwas flüssiger. Die Zeiten, die ihr nach einem Schlag erstmal wieder warten müsst, sind zum Glück vorbei. Damit der Kampf nicht zu eintönig wird, könnt ihr Superattacken auslösen. Je nach Klasse ist das ein besonders mächtiger Schlag oder ein Zauber. Um so einen Angriff auszuführen, müsst ihr einfach durch normale Angriffe einen Balken auffüllen und dann einen speziellen Knopf drücken. Auf diese Weise spielt sich die Auseinandersetzung sehr flüssig und abwechslungsreich. Natürlich haben es auch die diversen Zauber in das Spiel geschafft. Das Magiesystem wurde allerdings etwas verändert. Im Prinzip kommt es auf der jeweilige Klasse an, welche Zauber bei einem Level-Up erlernt werden. Glücklicherweise müsst ihr jedoch die einzelnen Sprüche nicht aufwendig aufleveln. Dieser Aspekt fällt komplett weg. Allgemein wirkt das Spiel im Vergleich etwas actionorientierter. Aber auch abseits der Kämpfe verbessert Secret of Mana 2 Details. So könnt ihr außerhalb der Kämpfe zum Beispiel Sachen einlagern. Die sind dann zwar während der Auseinandersetzung nicht verfügbar, können aber danach eure Vorräte im Rucksack wieder auffüllen. Solche kleinen, aber feinen Verbesserungen findet ihr überall, ohne dass dieses typische Secret of Mana Spielgefühl verloren geht. Ich könnte euch in diesem Video noch wesentlich mehr Details vorstellen, aber das würde leider den Rahmen dieses Formates sprengen. Deswegen versteht bitte, dass ich mich hier nur auf die Basics beschränke. Das Spiel, das ist echt wunderschön und gehört technisch definitiv zum Besten, was das System zu bieten hat. Noch heute sind die Umgebung und die Animationen stimmig und einfach zeitlos. Das Spiel ist eine echte Augenweide, aber ihr seht es ja selber. Auch beim Sounddesign muss das Spiel natürlich in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten. Es schafft dieses aber mit Leichtigkeit. Die Musik ist immer passend und treibt euch voran. Wobei ich sagen würde, dass die Musik bei Secret of Mana 1 mir etwas mehr im Ohr geblieben ist, aber das kann auch gut an der Kindheitserinnerung liegen. Was taugt Secret of Mana 2 für das Super Nintendo also heute noch?
Uns ist hier echt etwas Großes entgangen. Das Spiel toppt teilweise den schon grandiosen Vorgänger und holt technisch wirklich alles aus dem System heraus. Ich könnte in diesem kurzen Video natürlich nur auf das Wesentliche eingehen, aber das Spiel ist eine absolute Empfehlung für jeden, der sich auch nur im Entferntesten für die Super Nintendo Spiele interessiert. Ein absoluter Pflichttitel. Auf einen offiziellen Release müssen wir jedoch noch hoffen und das ist echt schade. Und ich würde sagen, die Hoffnung ist leider nicht groß. Das war der Test zu Secret of Mana 2 für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.